Heute wird mein fusioniertes Necrozma ausprobiert mit diesem wunderschönen Fanghintergrund. Ja, genau. Ich werde mich nicht von dir trennen. Natürlich mit folgenden Attacken. Stahlgestirn, die bekommt man bei der Fusion direkt gratis. Einmal verlernt, kann man sie nicht wieder erlernen. Außer man trennt die Fusion, habe ich gelesen. Ja, genau. Mit einem relativ simplen Team. ABB mit Stahl-Psycho. Könnte man natürlich in der noch mehr Pay-to-Marathon-Win-Variante spielen, anstelle von Metagross Solgaleo, denn wir sind kein Solgaleo. Man kann Lunala, Solgaleo und Necrozma in einem Team spielen, auch wenn Necrozma irgendwie an, ja, sowas anderes erinnert. Okay, eine Kaskade, da will ich eigentlich drinbleiben, aber wir haben im Grunde ABB-mäßig. Schauen wir hier gleich mal einfach hinein. Gegen dieses Primarene. Und Stahlgestirn ist wohl eine heftig deftige Attacke, dessen Schaden schon überwältigend sein wird. Und dieses Necrozma sieht schon sehr genial aus. Eigentlich, wenn ich das hier so sehe, hätte ich vielleicht schon vorher drücken sollen, aber auf Finsteraura gehen. Weil der Schaden wäre ein bisschen, ich meine nur neutral von Stahlgestirn, aber der wäre ein bisschen Overkill, oder? Ja. Und dann farmen wir runter. Hoffentlich. Na genau. Und haben nun schön viel Energie. Das war schon brutal. Ich habe vorhin einen Team Go Rocket Kampf gemacht und da schon Stahlgestirn gesehen. Werde ich natürlich nun gegen Gyarados nicht drücken. Na, aber das ist schon echt heftig, deftig und sieht auch wunderschön aus. Und währenddessen kann ich mein verwendetes Solgaleo nicht verwenden. Logischerweise. Also mein für die Fusion verwendetes kann ich nicht anderweitig irgendwie zum Kämpfen verwenden oder was auch immer. Wenn man es trennt, bekommt man es allerdings wieder. So, hier gehen wir damit rein und das war eigentlich ein perfektes Konterteam auf den Kollegen. Es tut mir leid, aber das war auch ein bisschen. Es gibt Kyogre Doppelcharm und sehr nervige Teams, gegen die andere Varianten verloren haben und das ist natürlich heftig deftig. Also wie gesagt, genau, verwechselt das nicht. Das sieht ein bisschen aus wie Solgaleo, ja. Aber man kann dieses Necrozma mit Solgaleo in einem Team spielen. Und manche sind auch verwundert, hä, wieso können sie beide fusionierten Necrozma nicht verwenden? Beide fusionierten Necrozma. Beide Necrozma. Soll ich es nochmal sagen oder hat man es dann verstanden? Ne, genau. Okay, Heatran. Das ist natürlich nicht so toll. Da ist jemand auf jeden Fall hierauf vorbereitet, aber ABB, Feuer-Pokémon rausgelockt. Schlimmer wäre natürlich Ho-Oh. So ein bisschen, obwohl nicht so schlimm wie Metagross verliert natürlich hart dagegen, aber mit diesem Teil kommen wir schon ein kleines bisschen vielleicht an. Und ich glaube, ich gönne mir die Energie, dass ich dann gegen Dragoran Sachen machen kann. Hier fahre ich komplett runter, werde nicht schilden. Steinkante könnte schon kommen und wehtun. Obwohl, oder schilde ich die? Ah, ich glaube, die schilde ich nicht. Ich glaube, die schilde ich nicht. Genau, gegen Ho-Oh sollten wir eventuell auch... Oder Erdkräfte, okay. Gegen Ho-Oh sollten wir vielleicht auch ein kleines bisschen ankommen. Auf jeden Fall viel besser als Metagross natürlich. So, der hatte Drachenroute, da muss man ein bisschen timen. Dam, dam. Den hier machen wir. Und genau, einfach nur vom Style her schon sehr, sehr genial. Das wäre genauso, wie wenn ihr fragt, wieso kann ich Palkia und Urform Palkia nicht in einem Team verwenden? Ich glaube, das wäre ein Schild wert, dass wir die Schilde einfach austauschen. Ich mache noch eine Sofort-Attacke, um zu checken, ob er nicht rausgeht, wo abfängt. So. Na genau. Das wäre ein heftiges Team. So, komplett XL, normales Solgaleo auch noch. Und, uff. Ja, was für uff. Das wird einfach nur verloren. Außer er schildert Erdbeben nicht und macht irgendwelche Sachen. Aber das wird einfach nur verloren, leider. Glaube ich und befürchte ich. Vielleicht, wenn er Erdbeben durchlässt und ich dann mit Palkia noch ein paar Sofortattacken bekomme. War schon ein richtiger Call, dass ich Palkia hier offenbar noch brauche. Nein, lässt er natürlich nicht durch. Und ja,
Wiederschauen und reingehauen, mein liebes Kyogre. Das tut mir aber leid. Davon hätte ich vielleicht auch einen 100er, wenn Niantic nicht ein paar Fehler beim Raid gemacht hätte. Aber egal, ich kann hier den Support anschreiben und bekomme einen Raid Pass. Also diesen Tipp werde ich nie vergessen. Dankeschön, wer das auch immer geschrieben hat. Wenn euch ein 100er geklaut wird von Niantic, weil es Fehler gab, einfach den Support anschreiben, ihr bekommt einen Raid Pass. Das ist, und dann hör auf zu meckern. Das ist dann die Entschädigung. Nein, aber eine Crossma, echt? Echt cool. Na, wirklich, wirklich cool. Und das bekommt man sogar in XL, ohne dass man jeden Tag einen Marathon läuft. In der Nacht, wenn man schläft. So, oh, in Shiny. In Shiny auch noch dazu. Dann machen wir Necrozma gegen Necrozma Battle. Auf jeden Fall. So, der hat auch einen 98er. Und drückt natürlich direkt vor mir. So wie man es machen sollte. Er hat einen 98er und aber dafür einen Shiny. Und nun haut er ab in irgendeine harte Bestrafung. Genau. Dialga? Weiß ich gar nicht, wie man dagegen ankommt. Metagross hätte ja Erdbeben. Dafür keine neutralen Sofortattacken. Und rein theoretisch sind die Feuer oder neutral. Na, aber die drücken auch in Summe schon ordentlich. Hier bekommen wir einen Schild. Ja, so gefühlt habe ich nicht so eine heftige Defensive. Oh, wie gierig wird denn der Kollege? Hallo? Okay, das hätte nicht sein müssen. Dankeschön dafür. Dankeschön dafür. Das nehmen wir natürlich. Keine Ahnung, was sein Plan ist, aber hier werde ich nur natürlich nicht mehr schilden. Boah, der Farm bei Metagross wäre aber auch stabil. Der wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, ich mache das. Die Frage, ob ich schilde. Drakometeor würde auch schon wehtun. Natürlich noch ein KP, weil wieso wäre auch... Das wäre echt schön, wenn er draufgegangen wäre, aber... Hier gerne noch mit einem KP überleben. Ja, Draco tut schon ein kleines bisschen weh. Und er hat sich sein Dialga noch aufgehoben. Mit einem KP. Aber ich glaube, so viel Zeit wird in diesem Kampf nicht mehr verstreichen, als dass er noch abfangen könnte irgendwann. Hinten drin eine Fee, Achtung, pass auf. Schild für Palkia aufgehoben und eine Fee hinten drin. Das wäre wirklich ideal. Dann kann ich diesen Switch schon noch ein bisschen mehr verstehen. Nein, Psycho vorne, Psycho hinten. Die Leute fürchten sich aber null vor Yveltal. Finde ich genial. Leute, verwendet Yveltal. Denn Solgaleo Mewtwo? Ein starker und stabiler Kern. Da gewinnt man stark gegen Yveltal. Sogar sehr stark gewinnt man da gegen Yveltal. Weil die Dunkelklauen, die machen viel Schaden. Die Finsteraura macht viel Schaden. Klar, irgendwann hat man Stahlgestirn, aber bis dahin hat Yveltal keine Ahnung, wie viele Lalter. Ja, ich würde Solgaleo Mewtwo. Wieso habe ich das nicht gemacht? Ich komme nie auf solche Teams. Schade. Na, schade, schade, schade. Solgaleo und dann auch noch Mewtwo. Drittes Pokémon. Giratina Urform mit nur Geistattacken. Jo, das wär's. Leute, wenn ihr noch mehr solcher Teamideen haben wollt, schaut meine Videos. Okay. Da war offenbar das normale Solgaleo ein bisschen stärker als das schillernde. Na oder? Aber 98er Shiny ist auch schon wirklich sehr schön. Das kann man natürlich sofort pushen und fusionieren. Da darf ich nicht drin bleiben. Ich mache Folgendes. Oh, der hat es nicht gepusht. Apropos pushen. Ich werde Raumschlag abfangen, wollte ich sagen, aber nicht, wenn man davor schon drückt. Schade. Ich lade mir noch Raumschlag auf und hau dann ab. Okay, das war suboptimal, sag ich mal. So in etwa. Weil da hätte ich natürlich, wäre ich lieber in Metagross reingegangen. So für den Sofortattackenschaden. Und bis ich hier bei Stahlgestirn bin. So gegen Feen ist wirklich Metagross eine bessere Antwort. Aber habt ihr das gesehen? Oh, das ist schon schön. Das ist schon wirklich cool. Und wir machen... Komm, wir gehen hier auf die schwächere Attacke. Wenn man eine Attacke nur drückt, bitte immer auf Stahlgestirn gehen. Der Schadensunterschied ist so immens. Wirklich heftig deftig.
Aber von Demeteros wird man schon natürlich wegen Wüstenorkan bisschen auseinandergenommen. Aber geht noch klar. Okay, keine Ahnung. Nicht so auf die Attacken bitte achten. Vom Timing her wäre das auch gar nicht wichtig. So, und was war nochmal vorne? Ach, das Ding, genau. Ein Palkia war hier nochmal vorne. Der Gegner gibt nicht auf, weil danach immer Fehler zustande kommen. Leider habe ich eine nicht so effektive Sofortattacke. Jo, und Solgaleo hätte ja Feuerwirbel als Sofortattacke. Ich meine, drei völlig unterschiedliche Stahl-Psycho-Pokémon. Muss man schon so sagen. Oder man verwendet alle drei. Das wäre heftig. Da fallen mir auch gar keine Schwächen ein, so. Überhaupt nicht. Könnte man direkt so spielen. Genau, Solgaleo Psychobeißer hat es auch noch. Eisenschädel. Na, und wenn man spicy unterwegs ist, auch eine Feuer. Ladeattacke, aber ich weiß gerade nicht welche. Nochmal eine Crossma. Und alle in der Führung. Ja, dann hebe ich mir das noch auf für Mewtwo hinten drin. So. Er hat einen 100er, aber leider haben bei mir... Egal, lass uns nicht drüber reden. 381 Rates, da sollte man kein 100er bekommen. Genau, und bis wir irgendwann zu Stahlgestirn kommen, ist der Kampf auch schon vorbei. Und genau, deshalb, ich würde das wirklich mit Mewtwo. Aber, wieso überleben wir eine Attacke? Das ist ja wirklich heftig. Und ich glaube, ehrlich, er würde das nicht überleben, oder? Wartet mal. Okay, er schildert. Keine Ahnung, bin ich da gerade ein bisschen frech oder... Oder hätte Yveltal das nicht überlebt, weil das ist wirklich so eine heftig starke Pay-to-Win-Attacke. Vielleicht mit ein bisschen mehr Sofortattacken noch drauf, hätte er das nicht überlebt. Okay, die Person weiß, welche Attacke mehr Schaden verursacht. Pro Energie und so weiter, auch wenn man nur noch eine erreicht. Also nochmal vorne, Solgaleo, ja, mit Dunkelklaue gegen Metagross und ich habe nicht so effektive Attacken. Das wird nicht mehr gut ausgehen. Auf keinen Fall. Vielleicht schilde ich hier, weil einfach die Dunkelklauen würden Metagross schon vernichten. Schilden wir und machen ein bisschen Nassschweif-Action-Schmeckchen gegen Solgaleo. Sollte es denn reinkommen? Genau. So ein bisschen Eisenschädel-Reichweite vielleicht auch schon. Und dann können wir nur hoffen, dass sich hinten drin eine Fee befindet. Ja, das könnte dann schon doch Eisenschädel-Reichweite sein mit Sofortattacken. Aber wenn er den schildert noch dazu... Ja, Quatsch, er muss einfach nur schilden im Grunde, dann habe ich schon verloren. Egal, was ich mache. Er muss nur schilden, dann bin ich weg, over and out. Wo sind die Lunala? Ich meine, finde ich eigentlich gut, weil gegen Lunala... Weiß ich nicht. Da habe ich nicht... Obwohl, Dunkelklaue, klar doch. Dunkelklaue, Finsteraura. Das geht schon klar, aber Metagross verliert dagegen ein bisschen mehr auch noch. Also nicht Lunala, sondern Morgenschwingen. Necrozma Morgenschwingen. So ist das. Gut, machen wir nochmal. So, ich glaube hier ABB, weil es auch so viele Doppelfee-Teams gibt, kann man schon spielen und verwenden. Aber nach Monaten Yveltal gesehen. Endlich wachen mal die Leute auf und bemerken, dass hier sehr viele Mewtwo vorne, Giratina hinten und nun auch Necrozma spielen werden. Das ist wirklich gut. Okay, Staloubor finden wir hier drin perfekt, hier vorne. Da brauchen wir dich. Und deshalb haben wir dich ja auch so. Obwohl, ganz ehrlich, meine Necrozma kommt vielleicht auch dagegen an, einfach weil es so stark ist und neutrale Attacken hat. Metagross natürlich überhaupt nicht. Okay. Konnte ich mich nicht entscheiden, was macht man da? Weil hier brauche ich so viele Sofortattacken. Vielleicht Solgaleo? Keine Ahnung. Aber ich werde mal nicht schilden. Wenn er Draco macht, ist er abgeschwächt, dann hole ich mir viel Energie mit Necrozma. Das war auch ein Draco, okay. Nun noch ein bisschen, dass ich KP verliere, sodass Staloubor nicht so viel farmen kann. Ich hätte aber auch überlegt, einen Sternenhieb-Köder, weil danach erreiche ich Erdbeben bestimmt noch. Okay. Ja. Okay, erreiche ich doch nicht. Gut. Das war schon mal suboptimal, aber nun machen wir hier Geschichten. Und auch cool, der Ultraball. Ja, also Dialga gewinnt gegen Metagross, ein Pokémon mit Erdbeben. Muss man wissen.
Der ist schon eigentlich doppelt abgeschwächt, der Kollege. Ja, war noch immer viel Schaden. Nun ist er vierfach abgeschwächt. Na und man sieht die Feuerodem aber noch ein kleines bisschen. Klar, irgendwann kann man nicht mehr weniger Schaden austeilen. Aber vierfach abgeschwächt gegen Stahl. Da seht ihr, wie stark Feuerodem einfach ist. So, den können wir machen. Und dann, wenn er das nicht riecht, können wir ihn snipen. Aber wird er das riechen? Und dann in, keine Ahnung, welches Pokémon. Das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Das hätte ich mir wieder wahrscheinlich schon sofort Attackenschaden ordentlich drauf. Paar Dunkelklauen. Das hätte ich mir wirklich anders vorgestellt. Sage ich ehrlich. Das sage ich euch ehrlich. Dass ich das nicht so erwartet hätte. Sorry, Necrozma, da habe ich dich ein bisschen unterschätzt. Weil es gibt, glaube ich, kein in der Defensive schwächeres Pokémon als Staloboar hier. Das ist ja wirklich, keine Ahnung, komplett schwach. Das hätte ich wirklich, ich bin nicht vom Tribunenlicht, verstehe ich schon und so weiter. Aber gut, da habe ich Necrozma ein bisschen zu sehr überschätzt, sage ich. Aber ginge noch gleich, hatte drüben. Hätte ich eine Finsteraura, ein Giratina gehabt und so weiter und so fort. Und natürlich mit dem Outfit verursacht man noch mehr Schaden, aber... Die 100er Chance sinkt leider auf 0%. Also wenn ihr einen 100er haben wollt, kauft euch nicht dieses Outfit. Auf keinen Fall. Ohne Outfit schwimmt ihr in 100ern. Genau, was mir an Lunala nicht so gefällt, die Schwächen, man muss nur überlegen. Beide Typen schwach gegen Unlicht, beide Typen schwach gegen Geist, wenn man in so ein Matchup geratet. Ja, ich weiß nicht, ob man sich da so freikämpfen kann, vor allem Unlicht. Oder Geister hätte man immerhin, aber ja. Gut. Dialga und ein Demeteros kommt hinein. Da baue ich es gar nicht auf. Na, okay, schade. Schade, Schokolade. Wir müssen den Schaden mal sehen, ob ich danach in Farmreichweite bin. Ich hoffe nicht. Nö, dann baue ich doch auf. So. Und gehe sogar auf den Gleichstand, den ich verliere, was ich jetzt nicht gedacht hätte und folglich muss ich hier nun eigentlich schilden. Okay, bitte nicht auf Gleichstände gehen. Denn Demeteros hat den heftigsten Angriff der Welt. Bitte nicht auf Gleichstände gehen. Ich wiederhole, nicht auf Gleichstände gehen. Wieso habe ich damit gerechnet, dass ich den gewinne? Ich habe keine Ahnung. Aber dann schaffe ich das noch. Und hab einen Schild mehr oder dich vielleicht besiegt, obwohl ich bin schon doppelt abgeschwächt, keine Ahnung, aber Stahlgestirn, echt eine heftige Attacke. So, Abfahrt, ja. Switch geholt, das war stabil. Das war stabil und nun bräuchte man hier nur ein Pokémon, welches gegen Dialga gewinnt, aber ein Stahl-Pokémon ist es definitiv nicht. Gegen nur nicht, ich meine, ich weiß, ich habe auch eine Stahlattacke, aber ich habe Erdbeben. Und sein Draco oder in diesem Fall Zeitenlärm besiegt mich und er wird nicht mal abgeschwächt. Okay, oder Draco, weil das TM-System von Niantic top ist. Gut, vielleicht hätte ich Sternenhieb drücken sollen. Na, sage ich ehrlich, das war so ein bisschen Panik auf der Titanic. Ja, Sternenhieb drücken wäre es schon gewesen. So wiegt, ich glaube nicht, dass ich... Ich habe zu wenige KP bei Dingenskirchen. Ich glaube nicht, dass ich das noch machen kann. Ich würde ihn sogar am liebsten nicht besiegen wollen, wenn er gleich ausgibt, dass ich runterfarme und dann 100 Energie habe. Weil die Psycho-Klingen, die machen kaum Schaden. Bitte gib direkt aus. Okay, genau das war der Plan. Nun wird komplett runtergefarmt. War die Alga vielleicht schon in Sternenhieb-Reichweite? Und die Psycho-Attacken verursachen ja hoffentlich null Schaden. Na gut. Oh nein, das ist noch nicht mal in Erdbeben-Reichweite. Und ich bin leider schon in drei Feuer-Odem-Reichweite, so gefühlt. Komm schon, Metagross, mach dich einen Metagross. Okay, das hat schon besiegt, hätte ich nicht gedacht. Ja, das war, ihr denkt vielleicht, hey, wieso hat er da geködert, der war auf Raumschlag und dann und so weiter. Das war genau mein Plan. Er hätte sich in dem Fall natürlich noch viel mehr Energie holen können. Obwohl nicht viel mehr, Quatsch. Dann wären die Feuerodem hätten ihn kaputt gemacht, aber das wäre vielleicht gut gewesen, dass er dann mit die Alga runterfarmt. Das sind immer so Geschichten, da muss man überlegen. Manchmal ist es auch schlauer, wenn man ein Pokémon gar nicht besiegt. Rayquaza, da möchte ich abfangen. Er wird bestimmt gleich bei 4 drücken. Da würde ich ganz gerne abfangen und dann einfach hoffen, dass die Absenkung nicht reinkommt. Das wäre schon
Nicht so schlecht. Weil sonst sind wir hier gefangen mit geringerem Angriff. Okay, sie kam aber leider hinein. Na und? Das wird ein Gleichstand, den ich wieder verliere? Ey, Necrozma! Du bist brutal! Verliert hier alle Gleichstände, okay. Ich meine, ja, Rayquaza ist auch eine Wucht, aber... Ich lade hier... Und nochmal bekommen! Ich lade, glaube ich, komplett auf, weil ich bin schon in Grund und Boden geschwächt. Wenn ich nicht ganz auflade, geht er raus und hebt sich das auf. Oh! Okay, ich habe Necrozma überschätzt. Alter Verwalter vom Schalter. Ich habe komplett aufgeladen und der hat das noch überlebt, was perfekt war. Dann habe ich noch genau eine Attacke bekommen. Und ja. Das war Psychostoß gegen beide Typen Psychostoß. Gut. Okay. Aber ich bin doppelt abgeschwächt. Vielleicht sollte ich mir das eigentlich aufheben oder so. Na gut. Doppelt abgeschwächt, aber den Schild bekommen. Sehr gut. Und vom Gefühl her war das direkt die Energie, also null. Und vielleicht hat der Spukball nicht, weil das wäre ja Quatsch, wenn man auf zweimal Dingenskirchen geht. So, was war nochmal vorne Rayquaza? Ach, ich habe ja hier Energie. Ich glaube, ich komme mit Palkia rein. So. Ich glaube, ich komme mit Palkia rein. Weil bis ich 8 Sterne nehme und so weiter und vielleicht kommt dann doch ein Spukball reingeflattert. Und bitte eine Fee. Nein, das ist keine Fee, aber sollte klar gehen mit einem Schildvorteil. In diesem Fall. Dankeschön, wiederschauen und reingehauen. Ja, gegen Mewtwo, vor allem mit der Dunkelklaue und weil man nicht so viele Sofortattacken für Finsteraura benötigt, kommt man besser an. Als Metagross etwa gegen Mewtwo und Solgaleo gegen Mewtwo, eigentlich relativ schwach. Da hat man Feuer, eine Sofortattacke, nicht vom eigenen Typ. Okay, Dunkelklaue auch nicht, aber immer effektiv. Dann Psychobeiß als die schnelle Attacke. Typ Psycho gegen Mewtwo will man auch nicht machen. Und ja, der Eisenschädel, der tut einem Mewtwo nicht so sehr weh. Also von den drei Stahl-Psycho-Pokémon kommt Solgaleo gefühlt am besten. Also, nicht Solgaleo, Necrozma gefühlt am besten an. So, wichtig, wichtig, wichtig hier. Sehr, sehr, sehr wichtig hier. Und weil ich es gerade gesagt habe, kommen wir auch damit rein. War aber leider ein bisschen langsamer Wechsel. Folglich muss ich hier schon mal in den Schildrückstand gehen wegen Spukball. Ich hoffe, geht auch auf Spukball. Psychostoß. Sehr gut. Das war natürlich sehr gut. Aber die KP, dieses Mewtwo ist schon fast kaputt. Ich sage einfach, ich überlebe einen Spukball. Einen überleben wir. Psychostoß war schon sehr heftig. Einen werden wir überleben. Und ich brauche eigentlich den Switch wie einen Bissen Brot, aber einen überleben wir. Kein Sofortattackendruck, das mache ich nun mit Ansage. Na, kein Sofortattackendruck. Aber doch, ich glaube nicht. Kein Sofortattackendruck. Stellt euch noch vor, ihr hättet einen 100er. Dann würdet ihr das noch mehr bisschen so überleben. Okay, Ho bekommt nun eine Sofortattacke durch. Und wenn man die Energie mitgezählt hätte, hätte man sich gegen Mewtwo noch viel mehr Energie holen können. Aber sowas machen wir hier nicht. Gut, eine Sofortattacke. Geht in Ordnung, alles wieder ein bisschen ausgeglichen. Und nun muss ich aber auf 0 Schilde gehen. Obwohl ich drücke schon hier im Gleichstand. Drücken wir hier schon. Das kann nicht schaden, ein bisschen Vorarbeit. Und das wäre nämlich schon Sternenhieb Reichweite. Ah, so ein Sturzflug tut schon weh. Ich glaube, ich schilde ihn. Ich brauche dieses Palk hier vielleicht noch. So, was haben wir? Ich will mir diesen Nassschweif auftanken. Aber das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht sonderlich schön. Eigentlich. Boah, was wird er machen? Ich glaube, das ist ein Ködergame, oder? Ah, ich weiß nicht, was ich getan habe. Was habe ich getan? Was haben wir hier getan? Moment mal, nein. Das war leider ein Gleichstand, oder? Das habe ich verloren. Da war im Kopf gerade bei mir alles falsch irgendwie. Nein, Quatsch, ich kann ja nicht einen Gleichstand hier gewinnen. Das wäre ja völliger Quatsch. Eieieiei.
Wer gewinnt eigentlich nochmal bei Palkia und Dialga den Gleichstand? Das weiß ich gerade nicht. Ich kann nur hoffen, dass es nur Eisenschädel ist und ich den überlebe. Oder dass mein Feuerodem ankommt. Okay, wow, mein Feuerodem kam an. Ey, den Kampf hätte ich nicht mehr gewinnen dürfen. Diesen Kampf hätte ich wirklich nicht mehr gewinnen dürfen. Keine Ahnung, wie das noch passiert ist, aber... Genau. Mit etwas Glück wäre es ja noch ein Feuer oder ein Eisenschädel gewesen, den ich sowieso doppelt abgeschwächt, nicht sehr effektiv überlebe. Also, gegen Mewtwo bekommt man einen Spukball ab. Er kann sogar ködern. Man schildet den Köder, Spukball landet, also alles, was bei mir immer passiert. Und dann könnte man sich noch mehr Energie holen. Hätte vermutlich sogar eine Finsteraura in Ho-Oh hinein und ideal. Das ist wirklich stark. Und etwa ein... Kann das ein Solgaleo oder ein Metagross? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Metagross one-shottet man eigentlich, oder? Täuscht mich das? Keine Ahnung. So, ich werde wieder versuchen abzufangen. Mal schauen, ob die Person diesmal auch bei Raumschlag drückt oder schon eins davor. Und... Ah, das war eins davor, aber egal. Für mich zum Abfangen ja kein Problem. Aber Moment mal, wenn ich keine Attacke durchbekommen habe, dann sollte das auch noch kein Raumschlag sein eigentlich. Dann habe ich Nassdrive abgefangen. Perfekt. Perfekt, Leute. Immer so machen wie ich. So. Immer so machen wie ich. Und das ist natürlich nun nicht so schön. Aber wieso drücken alle vor Raumschlag? Wenn ich drin geblieben wäre, hätte ich ja nicht geschildert dann. Das war knapp. Das war, glaube ich, wortwörtlich ein KP noch. Holla die Waldfee. Holla Drio die Waldfee. Aber Finsteraura ist schon schwach, das muss man sagen. Vor allem diesem Demeteros fehlen 200 WP oder so. Oder labere ich gerade? Weiß ich nicht. Vielleicht labere ich auch, kann auch sein. So. Machen wir den hier. Mal schauen, ob er schildert. Demeteros wären wir dann schon mal losgeworden für Metagross. Das kommt wieder hier hinein. Da farmen wir runter, sehr fein. Bitte nicht schilden. Bitte nicht schilden. Ich hab doch Solgaleo als Köder für Ho-Oh. Was soll das? Solgaleo soll Ho-Oh rauslocken. Das sollen wir nicht am Ende dann noch haben. Hä? Alles falsch gemacht im Leben. Aber komplett? Was passiert hier? Das war so überhaupt nicht geplant. Eieieiei. Aber Läuterfeuer benötigt viel Energie. Und mit Sturzflug, wenn er sich da abschwächt... Gut, aber Läuterfeuer schwächt ab. Oder auch nicht. Zwei Schilde. Na, gegen null Schilde. Und Metagross wird das verlieren. Solgaleo könnte da bestimmt viel machen. Sag ich ehrlich. Aber das war ja mal wirklich... Keine Ahnung, was das war. Gleichstand? Oh, doch nicht. Dann haben wir das... Okay, also mit zwei Schilden kann Metagross gegen Ho-Oh vielleicht ein bisschen was machen. Na, so eine Kleinigkeit kann es machen. Aber bitte, wenn ich meinen Necrozma Abendmähne reinhole, dann solltet ihr Ho-Oh verwenden, aber der hatte einfach zwei... Eigentlich war das identische Team... Palkia vorne mit zweimal Hardcounter hinten drin. Gegen meine beiden, aber konnte man irgendwie machen. Also, das war eine Crossmar-Abendmähne. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen.